Matthias Schraner. Hohe Preise, schlechte Renditen, längst nicht alle Kunden der Banken und Vermögensverwalter sind zufrieden. Wie schaffe ich es, bei meinen Kunden trotzdem Vertrauen zu schaffen? Vertrauen schaffe ich dadurch, indem ich mich als Partner präsentiere und nicht mehr als Berater. Unsere Erfahrung ist, dass diese Leute, die Sie angesprochen haben, die wollen jemanden auf Augenhöhe, mit dem sie tatsächlich auch gechallenged werden und wo man durch diese Auseinandersetzung, durch dieses Abgleichen von Erwartungen und Forderungen auch auf neue Ideen kommt und dadurch auch neue Optionen gemeinsam entwickeln kann. Gilt das für alle Kundensegmente genau gleich oder muss ich zum Beispiel einen Milliardär anders behandeln als jetzt einen durchschnittlichen alltäglichen Kunden? Ja. Also unsere Erfahrung ist schon, dass gerade Leute, die sehr vermögend sind, auch höhere Ansprüche haben an den Partner in diesen Gesprächen. Diese Leute sind aus unserer Erfahrung sehr fordernd, sehr schnell, erfordern intern auch schnelle Entscheidungsprozesse. Die wollen nicht dran rumreden, die wollen tatsächlich jetzt gemeinsam mit dem Partner auch auf neue Ideen kommen. Und das Schlimmste, was es gibt, sind diese Yes-Men, die halt immer nur Ja und Amen sagen und dann sagen, ich muss das intern abklären. Also unsere Erfahrung ist ganz klar, diese Leute wollen gechallenged werden. Nun bestehen ja aber offensichtliche Interessenkonflikte, indem ich Geld verdienen will mit den Produkten, die ich empfehle. Wie schaffe ich es trotzdem, auf eine Win-Win-Lösung hinzuarbeiten, anstatt immer unter Generalverdacht zu stehen? Ja, dieser Generalverdacht, wie Sie ihn nennen, den kennt die Gegenseite ja auch. Also die Gegenseite, die zu einer großen Bank kommt, die weiß ja, dass es diesen Interessenkonflikt ja auch gibt. Und Sie sprechen Win-Win an. Win-Win kann eine Lösung sein, darf aber nicht der Einstieg sein in die Verhandlung. Das heißt, der Kunde kommt auf mich zu und stellt eine hohe Forderung, vielleicht sogar eine, die ich gar nicht erfüllen kann. Und was ich jetzt nicht machen darf, jetzt darf ich die nicht abschwächen, jetzt darf ich nicht Kompromisse anbieten, jetzt darf ich nicht ausweichen. Sondern wenn Sie eine hohe Forderung stellen, dann muss ich auch eine hohe Forderung stellen. Und erst durch das Stellen von hohen, im ersten Moment aus nicht lösbare Verhandlungen erscheinende Situation und durch dieses gemeinsame Weiterreden kommen dann auch zu Win-Win. Das heißt, Win-Win ist immer am Ende der Verhandlung, nicht am Anfang. Mhm. Nun ist Geld ein sehr, sehr emotionales Thema, egal wie viel man hat. Und gerade auch innerhalb von Familien gibt es oft Streit. Wenn viel Geld vorhanden ist, leider umso mehr. Wenn ich in eine solche Situation gerate, als Berater oder Partner, wie Sie sagen, wie kann ich das denn lösen, ohne dass ich Fehler mache? Indem ich zwei Sachen mir vorstelle. Nummer eins, welche Rolle habe ich denn? Und Nummer zwei, in welcher Phase des Prozesses bin ich denn? Also Rolle, die Frage ist, habe ich selbst Eigeninteressen oder habe ich keine Eigeninteressen? Wenn ich Eigeninteressen habe, die Interessen der Bank zum Beispiel zu vertreten, dann bin ich Verhandlungspartner, dann bin ich kein Mediator. Mhm. Ja? Die zweite Frage ist, wann ist der richtige Zeitpunkt im Prozess, um einen Mediator einzuschalten? Aufgrund unserer Erfahrung werden Mediatoren viel zu früh eingebunden, nämlich dann, wenn die Fronten noch nicht verhärtet sind. Mhm. Man glaubt, dass ein Mediator diesen tatsächlich ultimativen Konflikt verhindern kann. Und das ist falsch. Man muss tatsächlich erst in diese Deadlock-Phase kommen. Also man muss tatsächlich die Fronten verhärten. Und erst wenn Sie sich nicht bewegen und ich mich nicht mehr bewege, also wenn tatsächlich diese beiden Leitplanken festgeschraubt sind, ja, erst dann darf ein Mediator kommen. Ein Mediator hat dann diese beiden Leitplanken, in denen er sich bewegen kann. Wichtig ist, darf nicht zu früh kommen und noch viel wichtiger, wir beide müssen uns committen, dass egal was der Mediator dann sagt, muss für uns dann auch rechtlich bindend sein. Nun sprechen Sie davon, dass Verhandlungsfronten sich verhärten müssen. Ich kann mir fast nichts Unschweizerisches vorstellen, als es so weit kommen zu lassen, dass tatsächlich die Fronten so verhärtet sind. Der Bankenplatz gerade ist von Tradition geprägt und von Zurückhaltung. Bringt diese Branche, bringt dieses Land überhaupt gute Verhandler hervor? Ich würde Ihre Frage gerne zweiteilig beantworten. Nummer eins, verhärtet heißt nicht, dass man sich bekriegt. Das heißt nicht, dass man unfair wird oder mit unfairen Mitteln kämpft. Verhärten heißt einfach, dass die Positionen ausgetauscht sind, dass Kooperation einfach tatsächlich nicht möglich ist und dass zwei Standpunkte existieren. Das heißt nicht, dass man respektlos wird oder sich bedroht oder anfeindet. Ja. Zur zweiten Frage. Die schweizerische Verhandlungsführung ist natürlich eher historisch, eher auf Win-Win, eher auf Ausgleich bedacht, was natürlich auch sehr gut ist und was für viele Verhandlungen auch wichtig ist. Wir haben natürlich auch die Erfahrung gemacht, dass gerade eher angelsächsische Partner diesen Zugang anders interpretieren und oft sehr stark fordernd in die Verhandlungen kommen. Der amerikanische Präsident ist ja so
der Posterboy zurzeit dieser Verhandlungsführung. Also sehr hohe Forderungen, teilweise null Kooperationsbereitschaft. Und diese angelsächsische Verhandlungsführung, hohe Forderung, wenig Kooperation, trifft dann auf diese Schweizer Verhandlungsführung. Und dann ist tatsächlich so, dass auch Schweizer Verhandlungsführer aus unserer Erfahrung sich auf diese angelsächsische Methodik auch einstellen müssen. Matthias Schreiner, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne, vielen Dank.